Andreas, es war ein knappes Spiel mit einer knappen Entscheidung für euch. Was geht in dir vor? Also natürlich erstmal Euphorie und Freude, das ist ganz klar. Da ich aber ja auch beim... Kurz die Haare gewaschen, setzen wir einfach fort. Also Euphorie ist natürlich dann ganz klar da. Es ist aber... Nochmal, die Euphorie ist natürlich jetzt auch da. Da ich aber 4 Jahre auch in Forchheim Trainer war und eine gute Zeit gehabt habe, ist natürlich auch ein bisschen, ich will nicht sagen Wehmut dabei, aber das ist natürlich etwas nicht enttäuschend, aber es tut mir auch leid für die Sportfreunde, dass ich es nicht geschafft habe. Bei so einem Spiel ist natürlich so, es kann nur einer hoch. Ja, das mir sehen, ist mir natürlich jetzt auch ganz recht und die Freude überwiegt, ganz klar. Was sagst du zum Spielverlauf? In der ersten Halbzeit habe ich euch stärker gesehen, in der zweiten Halbzeit war es andersrum. Wie hast du es gesehen und erlebt? Ja, wir haben vielleicht zu viel investiert in das Spiel. Wir waren natürlich dann auch überlegen, haben auch verdient gewonnen. Hab dann auch in der Halbzeit dementsprechend etwas umgestellt, weil ich mir fast schon gedacht habe, dass es etwas enger werden würde. Und nachdem auch die Sportfreunde dann den Ausgleich gemacht haben, sah es auch mal für Momente sehr, sehr eng für uns aus. Und was hat dann den Sieg gebracht? Was war der Schlüssel zum Sieg? Ich denke einfach, dass wir dann die nächsten 5 bis 10 Minuten nach dem Ausgleich gut verkraftet haben und uns dann auch wieder besonnen haben, dass wir auch dementsprechend gegenhalten müssen. Die Sportfreunde haben dann natürlich dann auch, als es in die Verlängerung ging, auch von der Kräfte her nachgelassen. Ja, und einfach nach dem 2:1 habe ich dann auch wirklich ein gutes Gefühl gehabt, dass wir auch das Spiel dann dementsprechend über die Runde bringen. Mit diesem gewonnenen Relegationsfinale habt ihr einen Schlusspunkt unter diese Saison, ein Ausrufezeichen unter diese Saison gesetzt. Kannst du diese kurz zusammenfassen? Es war eine schwere Saison. Wir hatten reichlich Konkurrenz, insbesondere mit Neutadt und mit Kronau. Neutadt ist natürlich jetzt auch im Nachhinein auch verdient aufgestiegen. Es war eine harte Runde und ich denke, das hat man auch dann insbesondere in der zweiten Halbzeit dann auch mitbekommen und gemerkt. Ausblick auf die nächste Saison. Ja, wir werden natürlich schauen, dass wir nicht gegen den Abstieg spielen und dass wir auf jeden Fall die Klasse halten. Das ist das erste Ziel. Andreas, ich danke dir vielmals für das Interview. Viel Erfolg und frohes Feiern. Danke. Ja, das werden wir mal tun. Danke. Die Nummer 10 ist deine Frau. Die Nummer 10. Die Nummer 10.